Euro oder Dollar, das fragen sich viele, viele Anleger, wenn es um Investitionsentscheidungen geht. Was ist die bessere Währung? Kann man das überhaupt unterscheiden? Reden wir darüber mit Philipp Vorn dran. Er ist Kapitalmarktstratege bei Flossbach von Storch. Ja, Euro oder Dollar ist natürlich sehr stark eingegrenzt, weil das wäre ja wahrscheinlich Pest oder Cholera, oder? Ganz genau so ist es. Ich hätte es nicht besser sagen können. Es sind zwei Währungen, die natürlich extrem große strukturelle Probleme haben und die einen als Investor nicht wirklich reizen, so sexy sind die beide nicht. Dann sagen Sie uns doch mal, wo finden Sie sexy Währungen? Ja, wir haben Anfang letzten Jahres mal versucht, unser eigenes Länderrating zu machen. Nachdem wir gesehen haben, dass was S&P, Moody's und Fitch produziert, das ist primär Politik und nicht mehr wirklich die Frage, ist ein Land rückzahlungswillig und rückzahlungsfähig. Und anhand den Analysen, die wir gemacht haben, ist die Gruppe der Länder, in die man investieren kann, damit auch die Währung extrem zusammengeschnurrt. Es sind Länder wie Chile, es sind Länder wie Norwegen, wie die Schweiz, Australien, Neuseeland, Hongkong, Singapur und Kanada. Und wenn wir davon ausgehen und hoffen, dass die Transferunion nicht kommt, dann kann man auch Finnland, Deutschland und Dänemark noch dazu zählen. Waren jetzt eine ganze Menge Rohstoffländer und Rohstoffwährungen dabei. Wenn ich an Australien denke, an Norwegen denke oder an Kanada denke, sind die nicht aber auch schon fantastisch gelaufen in den vergangenen, ja fast Jahren, muss man sagen? Ja, es sind ja nicht ausschließlich die Fragen der Rohstoffsituation, sondern primär das Haushaltes. Wie weit sind die Länder in der Lage, sich selbst zu finanzieren? Und das waren natürlich Länder wie Kanada und Australien auch schon vor dem Rohstoffboom. Man darf allerdings auch die generelle Frage stellen, ob der Rohstoffboom am Ende ist oder das Wachstum in den Schwellenvolkswirtschaften weiter relativ hoch bleibt, wenn auch nicht notwendigerweise in dem exorbitanten Niveau wie in den letzten Jahren. Und das sollte diese Volkswirtschaften gut unterfüttern. Starke Währung heißt gemeinhin starke Wirtschaft, heißt gemeinhin ja, starke Aktienmärkte. Ja, so einfach kann man das nicht sagen. Vom Trend ist das natürlich völlig richtig. Das wachsende GDP wird dann irgendwann sich auch in den Gewinnen wiederfinden. Aber es heißt auch oft höhere Zinsen. Und hohe Zinsen können dann natürlich auch die Aktienmärkte belasten. Wenn Sie sich anschauen, wo Sie im Moment Zinsen bekommen, die wir vor 10 Jahren noch als natürlich empfunden hätten, 5-6%, dann ist das noch in Australien, noch in Neuseeland. Dort können die Notenbanken die Zinsen noch anheben, weil sie eben nicht das Risiko laufen, dass höhere Zinsen den Bankrott des Staates und vieler Immobilienkrediteinhaber bedeutet. Haben Sie denn sowas wie eine Lieblingsregion für Investmentmöglichkeiten oder auch eine Lieblingsbranche aktuell? Ja, wir investieren weder nach Region noch nach Branche. Für uns zählt einzig und allein das Unternehmen. Wir screenen im Moment 2000 Unternehmen, von denen sind dann am Ende 200 in der engeren Wahl und im Moment 100 in unserer Kaufsliste. Und die zeichnen sich eigentlich alle durch ein Kriterium aus. Sie generieren einen freien Cashflow, der deutlich über 7% liegt. Und wollen Sie uns davon ein paar nennen? Ja, wenn Sie fragen, ist das ein Unternehmen beispielsweise wie Microsoft. Es sind Unternehmen wie Abbott, es sind aber beispielsweise auch Unternehmen wie eine TAG in Deutschland, die so ein bisschen den Immobilienmarkt repräsentieren, den Wohnimmobilienmarkt, der unserer Meinung nach angesichts der Inflationsbefürchtungen, durchaus aus realem Grund, in Deutschland vor deutlichen Avancen stehen dürfte. Also nicht nur auf Branchen, nicht nur auf Regionen schauen und vor allem nicht nur auf Währungen schauen, sondern auf das Unternehmen an sich. Das sagt Herr Flossbach. Ganz herzlichen Dank. Verzeihung, Herr Vorn dran von Flossbach von Storch. Herzlichen Dank für das Gespräch. Gern geschehen.